Cerberus Alpha! Herzlich willkommen zum siebten Part von Mischief Makers, durchgezockt. Wir betreten heute das nächste Boss-Level, Cerberus Alpha von Luna. Ihr werdet schon spielen richtig episch langsam. Das Spiel nimmt Fahrt auf. Immer mehr. So, wir reiten die Katze. Naja, wir müssen ja auf die Raketen, glaube ich. Sogar. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, wie es die goldene Rakete gibt. Wir dürfen uns nicht treffen lassen von Lunar. Durchschütteln können wir. Machen. Ich habe mich nicht getroffen. Ein bisschen aufpassen. Nein, Mist. Gut, aber das mag ich dann alles offscreen, weil das müsst ihr. Das ist jetzt eigentlich auch eher nicht so wichtig. Ah! Laser! Oh. Die erste Transformation von Luna! Diese Kämpfe sind alles andere als leicht, wenn ihr mich fragt. Goldene. Ah. Mann! Für die goldenen Kristalle. Dalle. Ah, wieso bin ich so früh gesprungen? Hm. Nee. Ja, super. Zack. Erinnert doch irgendwie an Power Rangers, nicht? Ah, ich muss Luna fangen. Ja. Bam, fortwerfen mit dir. Weg mit dir, Luna. Au, au, au. Bam. Dürfte eigentlich mein Treffer gewesen sein. Ja. Noch eine Transformation. Nein. Zum Glück zählt sie jetzt selber auf, Luna. Sein Maschinengewehr. Ah. Das funktioniert auch. Das ist ein Flug. Schweb. Luna, das war's. Gibt aber definitiv keinen goldenen Kristall. Selber N64 Zeit, selber N64 Channel. Das ist cool. Hier kriegen wir gerade den Hinweis, dass wir das goldene Item kriegen, wenn wir nie getroffen werden. Das wird schwierig, aber das mache ich, wie gesagt. Ultra intergalaktische Cyber G Marina. Oh,
gerade mal 5 Minuten für den Boss sneaken oder viel? Angst, das war nicht so gut. Das ist so doof. Er schreit um Hilfe, wenn er Kalina fängt. Welt man auf uns. Aster Slayer. Was heißt Slayer? Keine Ahnung. Rolling Rock. B1. Whoa. Steine bewegen sich. Steine. Schnell, Michelle. Um die Raviolis mal wieder zu zitieren. Aber es ist ja gehört nicht mehr. Ja, die Raviolis, die machen geniale Videos, finde ich. Sie haben auch völlig recht, wenn sie sagen, sie sind Vorreiter des Let's Plays. Ich meine, das... Oh la la, das hatte ich jetzt noch nie. Man kann schon sagen, sie sind die Vorreiter der Let's Plays. Ich denke, ich bin da der gleichen Meinung, definitiv. Vor allem sind... als so manch anderer Let's Player, der sich einfach mal Let's Player nennt. Ich weiß nicht, was ich vom Let's Playen halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache ja eigentlich auch solche Videos. Aber... ich weiß nicht, viele
Viele möchten mit dem Zocken Geld verdienen. Ich kann mit diesem Gedanken einfach nichts anfangen. Shake, shake. Wieso soll ich Geld verdienen mit dem Zocken? Das ist doch dumm, das ist doch... Ich weiß nicht, also ich kann mit diesem Gedanken vieler gar nicht mehr recht wirklich viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist ja schlussendlich in jedem selber überlassen, aber ich finde es nicht ganz in Ordnung, wenn man fürs Zocken eigentlich auch noch Geld dazu verdient. Das finde ich nicht ganz fair. Also, ich finde es schon... Ja, ich weiß nicht, wie ich es... Bisschen. Weil wenn ich mit Zocken Geld verdienen würde, ist es ja nicht wirklich mein Hobby. Also, sicher muss man die Sachen gern machen, die man sonst gerne macht, aber wenn ich noch Geld... Wenn ich jetzt mit diesem Video ja Geld verdienen würde, also ich weiß nicht. Mich spricht es jetzt nicht an. Man muss sich jetzt Zocken sonst auch finanzieren, neue Spiele kaufen und so, oder? Ich weiß nicht. So, also von YouTube-Partnern. Es kommt drauf an, wer. Von denen halte ich eigentlich nicht ganz so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht begebe ich mich mit einer solchen Ausgabe, mit einer Aussage auch auf Glatteis. Aber ja. Ich meine, es ist ja mein durchgezockt hier und ich zocke so, wie es mir passt, finde ich. Ja, es ist schwierig, dieses Thema. Es ist ein heikles Thema geworden, finde ich. Leider. Aua! Also ich zocke durch, weil mir Spaß macht, die ganze Arbeit am Computer, die ganze Aufnehmerei. Und ich zocke halt auch gerne. Und ich glaube, das passt bei mir einfach alles zusammen. Ich gebe jetzt von mir sicher nicht viel, wenn ich irgendwas mit Kommentar durchzocke. Mein Kommentar ist definitiv nicht der beste, aber ich möchte auch nicht mit dem Kommentar überzeugen. Ich möchte viel eher mit dem Spielgefühl oder mit den Retro-Gefühlen punkten und allgemein den Spielen, die Atmosphäre, die Spiele bieten. In solchen Spielen ist es natürlich schwierig, aber hier bringt man vor allem den Soundtrack gut rüber und das möchte ich eigentlich mit diesen Videos versuchen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber kann es versuchen. Ich mach mir die Arbeit gerne. Vor allem bin ich auch jetzt wirklich froh, dass ich es so am Computer aufnehmen kann, Nintendo 64 Spiele. Ich habe die wenigsten Umstände so. Und es macht mir auch so Spaß, wirklich zu spielen und auch zu kommentieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Spaß daran. Und ich hoffe, ihr auch. Seht ihr die Missionsbeschreibung? 7 Glänzer-Kids. Die haben ordentlich Nachwuchs gemacht. Hi, wieso seid ihr in eine Höhle gezogen? Der Nachwuchs. Hier ist der Goldkristall auch nicht so schwer. Hier wird viel eher das Problem vom... Wie soll ich sagen? Vom A-Rang. Also von den... Nein! Nein! Wie soll ich sagen? Nicht vom A... Was mache ich eigentlich? Von der Zeit her, das ist schwierig. Hier haben die eigentlich ein Sakit. Ich kann es aber nicht greifen. Es verwandelt sich. Es wurde verflucht. Es ist... Das ist eigentlich auch nicht wahnsinnig schwierig. Zwischenschein packen und hochschleudern. Ja,
das dauert jetzt etwas. Diese Mission zieht sich etwas sehr in die Länge. Shake, shake! Ja, dann grüß. Immer zuerst schütteln, nachher verschwinden sie zurück zu ihren Eltern. Nächster Boss. Ja, wir müssen alle 7 Kinder so retten, aber wir haben hier ein bisschen Abwechslung in Form der Bosse. Ein Clanpot. Ja, es ist nicht wahnsinnig. Also diese Mission ist sehr etwas. Sie sind auch nicht wahnsinnig schwer. Wenn man sie auf Zeit nachher spielt, ist sie entsprechend schwer. Wow, nice. Ich bin ja Meisterschütze, wenn man mich gerade merkt. Das wird mir zu schnell. So, hab dich. Celeste wurde gekidnappt. Oha, das ist nicht gut. Rechts müsste noch einer sein. Na, hier haben wir eine Karte. Wir dürften jetzt oben rechts sein, wenn ich mich nicht täusche. Da gerne auch noch ein Raum sein. Entschuldigung. Eigentlich. Play, über die Let's Play-Szenen reden können, jetzt hätte ich Zeit. Das ist nicht wirklich abwechslungsreich. Aber. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Das ist nicht wahnsinnig interessant, aber es gehört halt gleich zum Spiel. Und eben. Das habe ich gerade schon gesagt. Die Mission verwehrt mich so. Hallo, du hast einen goldenen. Sehr schön. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich es jetzt überskippe, weil vermutlich ist das Level wirklich etwas zu langweilig. Hier waren wir schon. Ja, es ist. Aber es gehört auch zum Spiel. Hier haben wir auch schon alles. Die Höhle. Hier haben wir noch den Grupp. Boah, das war bestimmt der kleinste bei der ersten Mission. Oh, wir haben eine Kugel. Erinnert an Sonic 2. An den Boss. In der. Wie heißt sie? War das dort schon das Dead Egg? Ich bin jetzt gerade nicht so sicher. Aua. Au. Wow. Ich glitsch. Wow, Mann. Ich glitsch mich gerade durch. Scheiße. Ah, meine Güte. War ich nicht ganz so nervös und so. Jetzt auch. Haben wir noch einen Energiebalken? Nein, muss ich überhaupt hoch? Nein, ich muss hoch, ja, nicht runter. Schmissisch! Na, hier gucke. Noch 3 Willen? Dann sind die anderen hier oben. Hier ist noch einer. Schade ist der Soundtrack hier, etwas öde. Aber auch trotzdem ist es auch hier ein schöner Soundtrack. Aber ich finde, da ist er im Vergleich zu den anderen, finde ich, etwas langweilig. Noch ein Grün. Ja, du wirst es nie vergessen. Bla 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 bla.
Bla 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 bla. Ich könnte es auch mit Z direkt überspringen, aber lass eine kleine mal aussprechen. Hier dürften uns noch zwei sein. Glialo. Wie gesagt, die Mission, diese Mission zieht sich jetzt das derbe in die Länge und wird dann vor allem schwierig für die Zeitmission. Ja! 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 Oh. Ja! 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 Das war knapp. Weißt du, was meinen Brüdern passiert ist? Die sind nicht so nach Hause gekommen. Du bist auch nicht nach Hause gekommen, du neuner kluger Scheiße. Oh man, wo sind wir denn jetzt? Okay, wir haben uns gewolbt. Mal uns angucken. Wir sind jetzt oben rechts. Müsste es sein. Müsste es sein. Ja, wir haben auch den Kill. Hier gibt es eigentlich eine fiese Stelle, wenn man den goldenen Kristall nicht hat und diese, noch nicht hat, besser gesagt, und dieser kommt am Schluss. Das hätte, könnte man, ja, ich bin jetzt nicht sicher. Ja, es fehlt einer. Seid ihr sicher, dass es sieben waren? Ah, hier. Hier ist er. Ja, ist er doch, der kleine Junge. Und nochmal die Rakete da. Ja, ich merke schon, 22 Minuten. Ich weiß gar nicht, was ich so als normale Videolänge anschauen soll. Hm, mal schauen, ob ich das leise kriege. Ob ich es überhaupt gehört habe, sonst ist es halt so einfach. Ich hab damit kein Problem. So, das war's für die Mission. Das ist auch nichts Gescheites. Danke, danke, das war's knapp. Der kidnappt. Yeah.
Präsentation kann alles. Die ist so genial. Ja, was ist mit Marina passiert? Das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich bin raus, ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Eagle26. Ciao, ciao!